Hey Leute, danke fürs Einschalten und von mir ein riesengroßes Sorry, dass ihr an dieser Stelle kein Videomaterial sehen könnt, beziehungsweise sehen werdet. Denn ich habe bei meiner einstündigen Aufnahmesession leider was verpeilt, nämlich das Aufnehmen. Ich habe leider den Aufnahmeknopf nicht gedrückt zur Aufnahme und als ich dann beendet hatte, habe ich außerdem auf den Aufnahmeknopf gedrückt, weil ich beenden wollte, habe es zu spät bemerkt, ansonsten hätte ich es retten können. Nein, ich habe es nicht mehr retten können. Stunde Aufnahme weg, die ersten drei Lizenzprüfungen habe ich da schon vergoldet und auch einige meiner Freunde da geschlagen. Das alles könnt ihr hören jetzt in der folgenden Tonspur. Ich habe da mein Audio, ich habe da Audio vom Spiel. Das heißt, ihr hört praktisch mein komplettes Commentary, aber leider habe ich keine Video-Einblendungen für euch dazu. Ihr werdet jetzt einfach dieses gleiche Bild immer weiter sehen. Das tut mir echt leid für euch und es tut mir auch echt leid für mich, weil ich jetzt noch vier Folgen mehr aufnehmen muss, die ich eigentlich schon gemacht habe, weißt du? Aber naja, wenn ihr trotzdem ein Gelaber hören wollt, dann habt ihr jetzt hier die Möglichkeit dazu, eine Stunde drauf du Gelaber mit Motorengeräuschen und Musik im Hintergrund. So sieht's aus. Ich wünsche euch viel Spaß und ansonsten dann ab morgen hoffentlich wieder normale Folgen. Bis dann. Tschüss. Willkommen zurück zu GT Academy 2013. Angetrieben wird das Ganze von der Engine, die auch hinter Gran Turismo 6 stecken wird. Aber ein herzliches Willkommen zurück. Mein Name ist Troftu und Lukas Ordóñez will uns irgendwas sagen. Übrigens hoffe ich, dass ich den Namen richtig ausspreche. Wenn ihr mir irgendeine Korrektur dazu schon geschrieben habt, dann tut's mir leid. Ich nehme halt gerade ein Voraus auf. Was für ein Rennen, bla bla bla, Sieg beim Clubman Cup, wir dürfen jetzt ordentlich teilnehmen, das hat er uns schon mal gesagt, nämlich am Ende der letzten Folge. Bla bla, das kennen wir alle schon, das habe ich euch alle schon vorgelesen, hat er wohl nicht gespeichert. So, und jetzt fängt es richtig an, GT Academy 2013 Übung 1. Nehmen Sie einen Bereich des Silverstone Grand Prix Circuit in Angriff, und das ist natürlich der erste Bereich. Und begeben Sie sich in die Arena. Ich denke mal, das ist immer der gleiche langweilige Text. So, Ranglistenregistrierungszeitraum 2.7. bis 29.7. offen und 2.7. bis 1.9. offen. Schön zu wissen, warum auch immer es hier zwei Dinger gibt. Und warum verstehe ich jetzt nicht ganz, warum die halt die Rangliste von der Teilnahme ändern, ist ja auch egal. Wir gucken uns mal eben kurz die Rangliste an, nämlich wer zu diesem Zeitpunkt aus meinem Freundeskreis bei PSN schon die Rennen hinter sich gebracht hat. Ganz vorne ist Toyota WD. Schönen Gruß und damit ändert sich auch meine Aussage von vorher, beziehungsweise wir kriegen die Frage beantwortet, ob auch Schweizer hier angezeigt werden, denn es scheint so, als wären die Schweizer mit in diesem Kreis, wo auch die deutsche GT Academy ist. Ich gehe mal auf die Weltrangliste. Kann auch sein, dass das einfach weltweit angezeigt wird und dann einfach geteilt in die GT Academies dann die Zeiten übernommen werden. Also eine 33.827 momentan die beste Zeit zum Zeitpunkt der Aufnahme. Da ist Toyota WD knapp 2 Sekunden hinter. Mein Ehrgeiz sagt mir natürlich, ich muss ihn schlagen. Aber wenn ich irgendwo da im Bereich der anderen Leute hinkomme, dann ist es doch schon mal schön, ne? So. Ich bin mal gespannt. Wie gesagt, ich kenne die Strecke nicht wirklich. Außer aus Folge 1, wo wir eine Runde drauf gedreht haben. So, Lenkrad schön festziehen. Mikro hängt eh schön im Bild. Das kann man leider nicht ändern. Zielzeit ist eine 35,5 für Gold natürlich. Alles andere wollen wir gar nicht mehr in Betracht ziehen. Traktionskontrolle 0. So, dann legen wir mal los. Neue Runde, neues Glück. So, ab geht's. Ja, einmal kurz hier Dings wechseln. Oh ja, das fängt natürlich toll an. Runde ungültig, ja, das ist schon klar. Und ich weiß auch, dass ich momentan neben der Strecke fahre. Lasst mir etwas Einfahrzeit, bitte.
Hier kommt noch so eine Linkskurve. Vielleicht mache ich mir gleich mal die Fahrlinie an. Also wenn man mal überlegt, wie ich bei der... Ach scheiße, kann ich ja gar nicht sagen. Ich habe das ja noch gar nicht gesehen, weil das vorproduziert ist. Shit. Ich sage einfach mal so, bei anderen Herausforderungen in GT5 habe ich auch eine relativ lange Zeit gebraucht, bis ich da die ersten Sektoren hingekriegt habe, obwohl ich die Strecke schon kannte. Und hier kenne ich die Strecke nicht mal und ich habe jetzt gerade eben ganz heimlich, jetzt hat man es gehört, das Mikrofonstativ nochmal ein bisschen verdreht, damit ich nicht die ganze Zeit ins Mikro reingucke, sondern ein bisschen was vom Bild hier sehe. Und go. Direkt mal verschaltet, so fängt es gut an. Boah. Auch nicht so geil. Ach komm, Strecke verlassen. Und jetzt komme ich wieder an mein kaputtes Kopfhörerkabel und dann macht sie da. Das ist so nervig und jetzt kann ich es nicht mal. Normalerweise würde ich einfach sagen, fickt euch Amazon, ich möchte das ausgetauscht haben, aber kann ich jetzt vor dem Urlaub nicht mehr sagen. Weil ich das ja eh nicht mehr ausgetauscht kriege und dann habe ich gar kein Kabel und wieder direkt verschaltet hier am Anfang. Also es fährt sich echt anders. Ich weiß nicht, ob sich in GT5 dieser Wagen auch so verhalten würde. Ich würde sagen, er würde doch ein bisschen mehr an der Strecke kleben. Das führt dann zu meiner Conclusion, dass es in GT6 wichtiger sein wird, wann man Gas gibt und wann nicht. Das war zu früh gebremst. So, die nächste enge Kurve fahre ich natürlich direkt mal falsch an. Ungültig, ungültig, ungültig. Yeah. Yeah. Donuts. Boah, ich zeige wieder voll, was ich drauf habe. Blöd. Immerhin schon mal ins Ziel gekommen. Beim, wie viel war das jetzt? Dritter? Und uns wird applaudiert. Muss ich natürlich direkt mal mitmachen. So, da ist dann die silberne Trophäe. Das reicht uns aber nicht. Eine Sekunde kann man da locker noch rausholen. Okay, da kann man schon mal keine Sekunde rausholen. Zumindest nicht, wenn man so fährt wie ich gerade eben. Yeah, lass uns überall abkürzen und im Kies fahren. Der Kies sieht hier ein bisschen cooler aus als in GT5. Ja, solche Informationen kriegt ihr nur von mir, weil ich extra ins Kies fahre. Ach, glaubt mir doch eh keiner. Ich möchte gleich aber auch mal unbedingt in die Außenansicht schalten, auch wenn ich die überhaupt nicht mag. Denn da, glaube ich, sieht man am ehesten noch grafische Veränderungen. Ja, da haben wir den Scheitelpunkt verpasst. Zieh vorbei an dem Geist, Trophäe. Geister, Geister, Geistboot. So, wir werden wieder von wunderbarem und authentischem Applaus überrascht. Denn ich hätte echt nicht damit gerechnet, dass die Leute immer wieder applaudieren, sobald man ins Ziel kommt.
Und da auch wunderbar am Kurvenscheitelpunkt vorbei, ins Aus. Und da ziehe ich ihn einfach mal durch in die Bande rein. Ach, wir werden gar nicht disqualifiziert, schade. Habe ich natürlich in GT5 immer sehr gerne gemacht, wenn es nicht mehr klappt, einfach mal auf dem Gas stehen bleiben und dann irgendwo reinbrettern. Das geht genauso schnell, als würde man auf Start und dann Neustart drücken. Aber hier wird man anscheinend nicht automatisch disqualifiziert. Was ich gewisserweise auch ganz gut finde. Gerade bei so kleineren Delikten, wo man halt sagen würde, ach komm, da wäre ich jetzt aber gerne nochmal weitergefahren. Wo das Spiel dann aber, oh fuck. Das ist echt eine Ungewöhnung, das hier zu spielen. Wo das Spiel dann aber vielleicht manchmal sagt, hey, du hast Scheiße gebaut, obwohl du eigentlich kaum Scheiße gebaut hast. Du dann aber trotzdem die Runde noch zu Ende fahren willst, um mir Zeit zu haben. Da bringt das schon was. Ja, das war auch nichts. Zu wenig abgebremst, hier zu weit raus. Zu früh gebremst. Trotzdem können wir den Geist noch kriegen. Mann, die Kurve ist blöd. Also hier ist, glaube ich, die Kurve, wo Massa abgeflogen ist beim Formel-1-Rennen im letzten Wochenende, ne? Und hier hatte dann, glaube ich, Hamilton seinen Reifenplatz auf der Geraden, wenn ich mich recht erinnere, so vom Streckenverlauf her. Wir können ja zählen, das war, glaube ich, Kurve 4, in der das geschehen ist. Dann haben wir hier Kurve 1. Ich weiß nicht, ob das schon eine Kurve war. Dann haben wir das hier Kurve 2 oder 3, je nachdem. Ah, der bremst nicht genug, so ein Trottel. Das war so gut bis hierhin. Und das ist dann Kurve 4. Ja. Haut also hin, wenn ich jetzt nicht so dämlich gewesen wäre und die blöde Kurven einfach verkackt hätte, dann wäre da vielleicht was draus geworden. Ja, machen wir uns nichts vor. Ich mache das natürlich alles absichtlich, damit ich genug Folgen für einen Urlaub vorproduzieren kann, ne? Deswegen stelle ich mich extra so dämlich an. So, und damit gebe ich mich gar nicht mehr zufrieden, irgendwelche abgebrochenen Runden fertig zu fahren. Nein, wir fahren jetzt einfach nur die perfekten Runden weiter. Los! Bisschen zu weit raus, sonst ging das noch. Ich weiß halt nicht, wann ich hier anbremsen soll. Es war schon fast zu spät. Ja, es war ein bisschen zu spät. Nein, nein! Fuck! Fuck! Ich dachte, ich kriege den im Drifter um die Kurve rum. Shit. Viel zu langsam in der einen Kurve, trotzdem noch sehr weit vorne. Im Verhältnis zum Geist natürlich immer gesehen, in anderen Verhältnissen kann ich sowas ja nicht benennen. Aber es war zumindest eine goldene Zeit. Und da ist der Jubel jetzt auch mal gerechtfertigt. Ich mache trotzdem einen Neustart. Warum mache ich jetzt einen Neustart? Ich möchte Toyota WD schlagen, ganz einfach. Das ist mein Ehrgeiz und wir haben ja genug Folgenzeit hierfür. Da können wir uns auch ein bisschen länger daran aufhalten. Ja, da hängen wir ein bisschen hinterm Geist. Nein. Aber es fährt sich irgendwie realistischer, glaube ich.
Also wenn ich das so grob einschätzen muss, ich bin ja noch nie mit irgendeinem Rennwagen über eine Rennstrecke gefahren, ne? Ich bin auch noch nie mit einem richtig heckgetriebenen Wagen gefahren, der so übelst ausbrechen kann und so. Aber ich glaube, so vom groben Verhalten her, auch dass das Gegenlenken jetzt ein bisschen schwerer ist, das passt irgendwie so ins Realismusgefühl rein. Oh, die Kurve war besser. Boah, wie der auch ausbricht teilweise. Wo du normalerweise gar nicht mit rechnen würdest, weil es bei GT5 halt nicht so laufen würde. Der wird bei GT5 nicht so ausbrechen. Der wird entweder anders ausbrechen oder halt gar nicht. Na, und immer verpasse ich dieses Schalten hier. Moment, ich fahre mal eben das Ding hier um. Ah gut, das lässt sich umfahren. Ist ja im GT5 so auf... Ist das auf Saate oder... Auf irgendeiner Strecke hast du ja so Kack-Beton- oder Zementdinger da rumstehen, wo du gegenfährst und dann bleibst du daran hängen. Auch extrem ungeil. Genauso ungeil, wie die erste Kurve war. Also ich kann ja so schon nicht driften in GT5, ne? Aber ich glaube, hier ist es schwerer geworden. Alle meine Aussagen beziehen sich natürlich nur auf mein Fahrempfinden. Wenn ihr es selbst herausfinden wollt, dann geht doch in den PlayStation Store, ladet euch dort die GT Academy 2013 runter und fahrt selbst eure Zeiten. Wichtig ist natürlich, dass die Teilnahme, also die richtige Teilnahme an der GT Academy, nur für Leute geht, die mindestens 18 Jahre alt sind. Ich weiß nicht, ob ein Führerschein auch Voraussetzung ist. Und wir fahren jetzt mal in einer etwas anderen Perspektive, die ich normalerweise auch sonst nie fahre. Und es fährt sich einfach realistischer, weißt du? Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Vielleicht sieht man es auch ein bisschen. Es ist echt schwer, das zu beschreiben, wenn der Wagen ausbricht und du gegenlenkst. Dann hat er halt nicht direkt den Grip wieder, sondern der slidet so ein bisschen zur Seite noch weg. Ja, Mist, das war auch nicht so geil. Mit den aufwehenden Graspartikeln finde ich, sieht das auch ganz nice aus. Gibt ja diesen einen Screenshot, ich weiß nicht, ob das ein Ingame-Screenshot ist oder ob das nachbearbeitet ist, wo die mit dem, ich glaube mit dem Schulze GTR, irgendwo über Laub gefahren sind und dann wird überall das Laub in die Luft befördert durch die Reibung der Reifen. Das sieht sehr cool aus, also wenn das auch in-game echt so rüberkommt. Ich mache jetzt mal die Außenperspektive, darum bin ich noch schlechter. Weil viel das auch ausmacht. Oh, jo, das war kaum abgekürzt. Wie viel das auch ausmacht, da richtig zu schalten, ne? Ich glaube, ich habe in dem Versuch, den wir gerade eben hingelegt haben, der gut war, habe ich nicht richtig geschaltet. Gucken wir uns das mal an. Jetzt habe ich natürlich hier kein Tacho, das ist natürlich nicht so geil. Ja, Mist, da bin ich ein bisschen an diesen scheiß Pylonen drangekommen. Boah, ich war gerade schon voll am Gegenlenken. Aber guckt euch das an, ich bin vor meinem Geist, ja, und wenn ich jetzt nicht in diesen scheiß Pylon gekommen wäre und ein bisschen besser gefahren wäre generell, dann ist da auch locker eine unter 35er Zeit drin für mich. Mit entsprechender Übung. Ah, da habe ich wieder, ne, dann machen wir direkt einen Neustart, also, oh, falsche Taste gedrückt. So, machen wir direkt einen Neustart. Ja, und so werden jetzt die meisten Folgen verlaufen, ne? Das sind jetzt nicht ganz so viele Herausforderungen, die man hier fahren muss. Und ich bin halt ehrgeizig im Vergleich mit euch, ne? Also ihr könnt mich ja gerne im PSN hinzufügen, wenn ihr es noch nicht gemacht habt.
Und dann können wir uns gerne battlen. Viel zu früh eingelenkt und dann wieder zu früh eingelenkt. Aber man kann den Wagen auch gar nicht auffangen, wenn man nicht richtig auf die Bremse geht. Wenn man nur ein bisschen vom Gas geht oder so und gegenlenkt, dann... Nee, das geht auch nicht. Ja, das ging noch, aber auch eigentlich viel zu flach in die Kurve reingefahren. Da merkst du, ich gehe leicht vom Gas. Und bei GT5 wird das reichen. Bei GT5 würde ich damit locker den Wagen wieder rausholen. Aber hier halt nicht. Und ja, ich weiß, das sind Sportreifen hier, keine Rennreifen. Ich fahre ja normalerweise Rennreifen in GT5. Das macht natürlich auch einen kleinen, aber feinen Unterschied. Aber auch die Reifenart verhält sich wirklich ganz anders. Ganz, ganz anders. Ich weiß halt nicht, wie ich es beschreiben soll. Also entweder ich bin schlecht im Beschreiben oder man kann es halt nicht richtig beschreiben. Es gibt ja auch diverse Rennspielsimulationen für PC, von denen ich schon den ein oder anderen Titel durchexerziert habe. Aber mein Ding ist das halt nicht. Denn da sind teilweise richtig, richtig harte Voraussetzungen gegeben. Ich weiß dann auch nicht, ob die Rennphysik dann so mega realistisch ist, wenn du so einen Top-Sportwagen mit riesen Flügeln und so fährst. Und die überhaupt nicht auf der Straße zu halten sind, weil die wirklich nur am Rumrutschen sind. Das wiederum glaube ich dann auch nicht. Weil irgendwie müssen die Dinger ja schon fahrbar sein, ne? Und wenn ich mal überlege, wie viel der jetzt schon hin und her rutscht. Aber der hat ja auch keine richtigen Reifen drauf, ne? Sportreifen versus Rennreifen. Aber da will ich mich gar nicht beschweren, ich muss mich halt an die gegebenen Umstände anpassen, an die Möglichkeiten, die ich habe. Wieder zu früh gebremst hier. Mist, verdammter. Ich mache noch 3 Versuche, also für die Leute, die mir bis jetzt noch nicht zugeguckt hatten in GT5. Ich habe meistens so eine 3-Versuche-Regel. Irgendwann, wenn ich keinen Horizont mehr sehe, sei einfach noch 3 Versuche. Und entweder dann klappt's oder dann klappt's halt nicht. Das war Versuch Nummer Uno. Die erste Kurve ist halt schon blöd zu fahren. Entweder du bremst zu viel oder du bremst zu wenig. Und ich bremse halt eher zu wenig. Da habe ich ein bisschen zu früh geschaltet. Ah, da habe ich fast stillgestanden in der Kurve. Das ist nicht gut. Ich denke mal, da holt der Geist uns wieder. ...35.322, neuer Rekord. Immerhin. Und da sind wir jetzt ungefähr in der Region von Toyota WD. Ich hoffe, ich habe es geschafft. Egal. Noch einen Versuch. Den haben wir noch über. Den fahre ich dann auch. Ja, war schon bedeutend schlechter. Hier bricht mir der Wagen auch schon aus. Na, ja, da wollte ich nicht bremsen. Hätte ja eh nichts gebracht, ne? Wäre die Runde eh im Arsch. Tolle Musik. Veranstaltungsrang unter 10.000, das geht ja noch. Geht sicherlich auch besser mit der entsprechenden Übung und Erfahrung. So, Geistwiederholung speichern, dann speichert er mir hoffentlich die richtige und nicht die letzte, das wäre ein bisschen blöd.
Aber Geistwiederholung ist eigentlich die Variante, die gut ist. So, da sehen wir Toyota, WD ist noch etwas vor mir. Das ist ein Sieg für dich, für diese Runde, ja. Aber wenn ich mich hier nochmal dran wage, dann hole ich mir den ersten Platz in meiner Online-Freundesrangliste, ja. Sei dir das mal gesagt. So, gehen wir mal in die zweite Übung hinein. GTA Academy 2013, Übung Nummer 2. Laden, laden, laden. Zielzeit. 43,5. Oha, ein etwas längerer Sektor. Ich muss mal eben kurz gucken, ob die Optionen noch da sind. Ach, das haben sie leider wohl auch nicht geändert im Gegensatz zu GT5. Wieso behält er sich nicht einfach meine Einstellungen, die ich gesetzt habe für diesen Wagen, in jeder Veranstaltung bei und nicht, oh, guck mal, das ist eine neue Lizenz oder ein neues Zeitrennen und da resette ich einfach mal wieder alles. Hätte man ja mal machen können, aber nein, natürlich nicht. Los. Okay, erste Kurve geht links. Wow, die geht ja links, mehr links, mehr links, mehr links. Okay, die geht rechts. So, jetzt kommen wir auf die alte Start- und Zielgerade des alten Kurslayouts, deswegen sind hier rechts auch nochmal Boxengassen, die nicht mehr benutzt werden. Ja, da kann man vielleicht im dritten fahren, die Kurve hier. Und dann kommen wir auch schon ins Ziel und das war eine 44er Zeit und ich fand, die war schon ziemlich crap. Ergo, vielleicht können wir da relativ schnell auf Gold kommen. Ich weiß es nicht, wie die Zeiten meiner Konkurrenten hier sind. Ist mir auch erstmal egal, wir fahren jetzt erstmal auf Gold. So, schön weit innen halten. Rechtskurve, abbremsen, innehalten, 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 rausbeschleunigen, fuck, zu früh. Runde ungültig, Strecke verlassen. Mann, da habe ich mich schon innerlich so sehr gefreut, dass ich nicht diesen Kackpylon noch berührt habe. Dann kommen wir aufs Gras und... Naja, wenn man auf Gras ist, dann kann man sich nicht mehr so konzentrieren. Badum, pss. Ja, ich weiß, der war ziemlich schwach. Aber so sind meine Witze nun mal, wenn ich noch was anderes nebenbei mache. Situationskomik. Und nicht so ein langweiliges Witzebuch, wie ich einmal im Let's Play benutzt habe. Das habe ich übrigens immer noch hier liegen, weil einige meinten, ich soll das dann doch nochmal benutzen. Eine Sache, die mich ja richtig neidisch auf Forza macht. Na, Moment, Moment, Moment. Ist die Tatsache, dass Forza von den Top Gear Moderatoren moderiert wird. Da dann auch Top Gear Events sind und so, das würde ich mir für GT auch richtig hart wünschen, denn ich bin übelster Top Gear Fan. Ist jetzt auch letzte Woche wieder angelaufen. In England so. Sind wir bei etwas über 10.000. Platz. Ich gehe mal eben kurz in die Online-Rangliste, wenn er mich lässt. Da sind wir. Und damit bin ich gerade mal Vierter aus meinem Freundeskreis. Dann versuchen wir es nochmal.
eigentlich gar nicht mal so lang, der Streckenabschnitt. Durch die etwas längeren Geraden wird das dann doch relativ schnell hier absolviert. Und wichtig ist es, die Kurvenausgänge zu treffen. Ja, oder nicht Pylonen wegzuschubsen. Nein, bremst mehr, ja, immerhin. Ja, wir sehen ja unseren Geist wieder, das habe ich ja komplett verplant und da bin ich draußen, ja. Das war vorherzusehen, 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 vorherzusehen. Eins los. Mann, 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 der Troffdu, der fliegt aber oft ab heute. Natürlich alle meine Aufnahmen momentan bis zu diesem Zeitpunkt und vielleicht auch noch ein paar mehr Aufnahmen, alle von einem Tag. Ich glaube, wir sind vorm Geist, ich habe gerade keine Zeit auf die Karte zu gucken. Ah, jetzt war er kurz neben uns. Ah, da bin ich aber schlecht rausgekommen, da wird er uns gleich davonziehen. Weil er mehr Schwung mit rausgenommen hat aus der Kurve. Ja, das war auch die brillanteste Aktion ever. Einfach mal ein bisschen raustragen lassen, in der Hoffnung, dass das System es nicht merkt. Und hier sind wir auch wieder draußen. Ja, und das ist auch schön, der Asphalt hier draußen ist ein bisschen glatter. Also, glaube ich zumindest, fühlte sich gerade so an für mich. Also würde ich da draußen nicht mehr so viel Grip haben. Was ja gewissermaßen auch eine logische Sache ist. Angenommen, das besteht alles aus dem gleichen Asphalt hier, die Strecke und der Außenteil. Dann besteht ja trotzdem auf dem Streckenteil ein gewisser Gummiabrieb durch die Reifen, der am Asphalt haftet und dadurch eine etwas größere Haftung erzeugt, gerade auf der Ideallinie. Sieht man das immer sehr stark mit so Reifenabrieben und wir sind genau auf Höhe des Geistes. Da fährt er uns gerade ein bisschen davon. Ja, die Kurve ist irgendwie blöd. Ich weiß nicht ganz, wie ich die fahren soll. Und mit der Zeit hätte ich mich gerade eben richtig aufgeregt. 0,01 über Gold, das wäre echt mies. Das ist mehr... In den GTA 5 Lizenzen öfter mal passiert, dass ich wirklich so ultra knapp drüber war. Und da kotzt es dann halt richtig hart an. Hier finde ich das nicht ganz so schlimm. Auch einfach deshalb, weil man ja hier dann doch ein bisschen mehr als nur Gold haben will. Geht ja um eine Online-Rangliste. Das ist alles kompetitiv. Man möchte sich mit seinen Freunden messen. Und natürlich, wenn man extrem gut ist, auch bei der GTA Academy teilnehmen. Wie ich bereits sagte, da zähle ich mich nicht zu den extremen Guten, die bei der GTA Academy teilnehmen können. Ah, oh Mann, was war das denn jetzt für ein Crap? Da fehlt mir aktuell Zeit zu, hier noch viel, viel mehr zu üben. Und auch das Können. Es gibt halt Leute, die können das noch viel, 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 viel besser als ich. Und die reden dann auch nicht die ganze Zeit nebenbei irgendeinen Kram. Ja, etwas besser rausgekommen, aber wir kriegen den Geist nicht. Bin ich mir noch ziemlich sicher, auch wenn ich hier etwas kürzer die Linie nehme. Ah, Mann, wieder Shit hier. Shitty Mac, Shit, Shit, Shit. 44251. Alles nicht mehr in den Regionen der Goldzeit. Mann, das ist ärgerlich.
ultra weit genommen. Nein, shit. Klonk. So, das musste sein. Bisschen Aggression rauslassen, Wagen gegen die Leitplanke setzen. Ne? Sowas muss man halt mal machen. Aber alles noch ganz chillig, nicht so wie bei der... wie hieß es? Bei der Grand Tour Herausforderung auf der Eiger Nordwand in GT5. Da war ich nicht mehr so gelassen, da war ich dann richtig aggro, als ich die Kacke gefahren habe. Deswegen hatte ich das auch nicht richtig aufgenommen, sondern nur im Nachhinein halt meine Zeit gezeigt. Beziehungsweise meine Runde gezeigt. Einfach weil ich mich darauf nicht richtig konzentrieren konnte. So, da musste ich richtig hart konzentrieren für Runde ungültig, Strecke verlassen. Oh ja, das war doch mal eine Bombenkurve. Und die Runde ist natürlich toll ungültig, deswegen kann ich meine Freundeszeit jetzt nicht verbessern. Aber das gibt mir Hoffnung. Das zeigt mir, hey, triff du, da geht noch was. Und was da noch geht, das werden wir sicherlich noch sehen. Vielleicht eine unter 43er Zeit zumindest. Das wäre was ganz Schönes. Zu weit außen, nicht gut rausbeschleunigt, da wird der Wagen uns wegziehen. Na. Also langsam, glaube ich, kriege ich dieses Fahrgefühl ein bisschen mehr hin. Im Gegensatz zu... Ah, fuck, zu spät gebremst. Im Gegensatz zu GT5, wo das ja eher so ist... Ah, da muss ich einlenken, da lenke ich jetzt ein. Es ist hier eher so, ah, da müsste ich theoretisch einlenken, beziehungsweise da müsste ich halt anfangen in die Kurve einzufahren, also lenke ich früher ein, weil ich nämlich rutsche. Das ist, als wäre hier ein völlig neuer Aspekt der Trägheit oder so mit reingekommen. Der Wagen fühlt sich halt schwerer an, ein bisschen, ja, schwer zu beschreiben. Ich meine, man sieht's ja hier, ich nehme hier halt lieber die Rutschvariante, anstatt zu bremsen und dabei Gas zu geben danach wieder. Weil ich das Gefühl habe, ich komme damit schneller rum. Auch hier in der Kurve hört man, dass wir praktisch die ganze Zeit am Rutschen sind. Ja, solange es nicht so wird wie Need for Speed Shift, wo du ab 20 km pro Stunde in der Kurve am Driften warst, ist alles okay. So, wir führen. Das heißt, jetzt die Kurve könnte man auch noch schön fahren. Na, das war okay, war jetzt nicht so mega, aber immerhin. Und die Zeit ist eine 42.697 und das ist doch mal was Ordentliches, ne? Ich denke mal, damit können wir diesen Sektor erstmal ruhen lassen. Ranglisten werden aktualisiert. Ah, unter den Top 3000 weltweit, das ist doch schön. So, Geistwiederholung speichern, jopp. Ich hoffe, dass ich mir die dann im Nachhinein auch wirklich alle angucken kann. Wäre blöd, wenn nicht. Wir gucken nochmal in die Online-Ranglisten rein. Das alles lädt wirklich ein bisschen schneller als GT5. Gerade die Ranglisten dauern bei GT5 ewig. Und wir sehen, ich bin 0,4 Sekunden vor dem zweiten aus meiner Online-Freundes-Rangliste, nämlich Red Bull Geil, der eine 43.097 gefahren hat. Ich habe eine 42.697 gefahren. Also da auch wieder im vorderen Bereich. Der gute Troftu. Yeah. Gut. Sektor 3 ist wieder sehr, sehr kurz im Vergleich zu den anderen. Habe ich mir gerade mal kurz die Länge angeguckt. Das ist der kürzeste Sektor. Und sieht gar nicht mal so kompliziert aus. Geradeaus dann eine links-rechts, Links-Rechts-Kombination. Und dann eine lange Gerade hinterher. GT Academy 2013, Übung 3. Silverstone natürlich, wo auch sonst. Und ich darf natürlich den Wagen wieder einstellen.
Ab geht's. Online-Rekord war gerade eben Super G. Ich glaube, den hatten wir gerade eben schon mal gesehen. In einer der Ranglisten. Der scheint ein Anwärter auf die wunderbare Teilnahme zu sein. An der echten GT Academy mit einem echten Wagen hier über diese Strecke. So, dann gucken wir uns doch mal den Kurvenverlauf hier an, bevor wir hier lang heizen. Ja. Ich fahr mal eben kurz weiter, wobei da... Ja, da kommt jetzt noch gerade, okay. Ist nicht viel an Kurven. Sind schnelle Kurven. Und ich würde sagen, sind dann doch relativ schwere Kurven. Gerade bei so schnellen Kurven machst du sehr, sehr schnell einen Fehler. So wie ich. Ach komm, nimmst du mal eine Ecke zu schnell und dann war's das. Ich habe das Gefühl, man dreht sich hier so viel schneller als in GT5. Das ist echt krass. Echt krass, aber ist mir doch egal. Ich werde mich schon dran gewöhnen irgendwann. Spätestens wenn GT6 rauskommt, dann werde ich mir da mit genügend Übung das Fahrgefühl aneignen. Hier kühlt es mir ganz spontan ab. Ist ja auch eine interessante Sache, bei GT6 wird jetzt noch keine richtige, ja, Collectors oder Premium Edition angekündigt. Ich weiß jetzt nicht, wie die hießen bei GT5. Ah, Signature Edition hieß die beste. Dann gab es halt Signature, die teuerste mit 180 Euro oder so. Dann die normale Collectors Edition, die habe ich mir im Nachhinein auch noch gekauft. Weil ich mit der normalen halt vorher schon eine hatte. Ne, das sind die drei Sachen gewesen. Das war keine Goldzeit, aber egal. Und jetzt bei GT6 wird sowas noch nicht angekündigt. Und da würde ich mir theoretisch sogar überlegen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich es wirklich tun würde, aber ich würde mir zumindest überlegen, mir da die Signature Edition zu holen, weil ich mit GT5 so viel Spielspaß hatte und alles, dass ich mir auch da so eine hochwertige Collection holen würde, je nachdem, was dabei ist bei der Signature Edition. Mein Gott, das ist aber auch ein schweres Wort. Weil zum Beispiel, oh fuck it, war zum Beispiel ein Schlüsselanhänger dabei und ein so ein Modellauto und natürlich auch ein paar DLC-Sachen. Das lässt sich ja nicht vermeiden, dass irgendwelche Leute, die mehr Geld ausgeben, auch mehr Softwareinhalt kriegen. Jetzt ist das wohl so, wie ich gelesen habe, wenn du bei GameStop die Sachen vorbestellst, dann kriegst du irgendwelche extra Autos. Weiß nicht genau welche. Ich glaube, das sind irgendwie zwei extra Autos gewesen oder so und ein paar Autos in extra Lackierungen, die es so normal im Spiel dann nicht gibt. Auf die Lackierung würde ich ja scheißen. Das ist mir, wie ich in einer der vorherigen Folgen und wieder rausgeflogen, wie ich in einer der vorherigen Folgen hier erzählt habe, relativ egal. Und wenn du bei Amazon vorbestellst, wo ich momentan vorbestellt habe, also direkt als das da geführt wurde, Amazon war halt der erste Laden, der das geführt hat, habe ich da vorbestellt. Einfach weil du da ja auch die Preisgarantie hast, also wenn Amazon irgendwie mal aus einem Fehler oder so den Preis senkt auf 35 Euro oder was, dann wird dein Preis automatisch mitgesenkt und du kriegst es halt zu einem extrem guten Preis. Und wenn du es da jetzt vorbestellst, dann, also zumindest in den Staaten, wie das hier ist, weiß ich nicht, ob es hier dann auch so ist. Yeah, Gold, seht ihr, ich kann sogar eine Goldzeit fahren, während ich euch wichtige Sachen erzähle. Auf jeden Fall kriegst du in den Staaten, wenn du es bei Amazon vorbestellst, 1 Million Ingame-Credits gratis. Ja, das finde ich dann noch eine Ecke schäbiger als irgendwelche DLC-Autos gratis. Ah, fuck. So Ingame-Credits, die kannst du irgendwie nicht vermeiden, die auszugeben. Bei DLC-Autos würde ich es halt so machen, wie ich es bei GT5 auch gemacht hatte. Da hatte ich halt auch schon DLC-Autos von meinem alten Account importiert. Mist. Da hatte ich auch die alten DLC-Autos importiert, da habe ich halt erst gesagt, komm, wir lassen die DLC-Autos hier liegen und fangen halt ganz normal so von vorne an. Nur so, wie jeder normale Mensch auch, damit man keinen Headstart hinlegt und es noch einfacher hat, als es so schon oft ist. Ja, und so eine Million Credits, die kannst du nicht eben sagen, ach komm, ich gebe jetzt die Million Credits nicht aus. Spätestens nach drei Rennen hast du
eh keinen Überblick mehr, welches Geld jetzt aus den Millionen Credits kam und welches nicht. Da kannst du halt nur noch sagen, ey komm, ich habe jetzt einfach immer so viel Geld über, nämlich 1 Million Credits. Ist auch irgendwie blöd. Da wird sich dann eh keiner dran halten. Finde ich deswegen nicht so cool. Weil für 1 Million, da kriegst du dann doch schon den einen oder anderen Wagen. Und gerade bei GT5 fand ich den Einstieg schon sehr, sehr leicht. Und hier wieder den gleichen Kurvenanfang verpasse gerade eben. Also ich meine, in den alten Teilen war das dann doch nochmal eine Ecke schwieriger. Ich weiß gar nicht mehr, wie genau das da war. Da hat man natürlich die Lizenzen auch gebraucht. Das ist eine Sache, die ich mir auch für GT6 wünsche, ja. GT5 hat das ja so gemacht, du brauchst für die Rennen entsprechende Erfahrungslevel. Die Lizenzen waren so nebenbei. Ich würde es mir halt so wünschen, dass du wieder für irgendwelche Rennen irgendwelche Lizenzen brauchst, so wie es auch realistisch ist, ne? Du kannst ja nicht einfach mal zu irgendeinem Rennen mit Supercars hingehen und sagen, ja komm, ich habe hier Experience Class 20 und damit möchte ich jetzt hier einmal bitte schön antreten. Nee, da brauchst du eine Superlizenz für. Also, wenn jemand eine Superlizenz hat, darf er das fahren und wenn nicht, dann halt nicht. Ist, finde ich, die einzig logische Variante und sowas sollte man dann auch wieder einführen. Keine Ahnung, warum das weggemacht wurde für GT5. Wahrscheinlich, um halt ein bisschen das Spiel dem Mainstream zu öffnen. Mit diesem Level-System und allem. Mann, ich kann noch eine viel bessere Zeit fahren und die möchte ich auch echt fahren. Nein! Und natürlich ganz klar mein Ziel für GT6, Platin. Was denn sonst? Vielleicht diesmal nicht zweimal Platin, wie in GT5, sondern nur einmal. Aber ich hoffe auch, das wird wieder schwer und nicht zu einfach. Soll ja auch Spaß machen und gerade GT, finde ich, zieht seinen Spaß durch die extreme Herausforderung, die es teilweise gibt in GT5, weil es nicht allzu viel. Da ist ja dann so Sachen wie die Red Bull-Herausforderung, die halt echt hart ist, aber wenn du sie geschafft hast, dann bist du auch echt glücklich. Wenn du weißt, hey komm, ich habe das Maximum aus mir rausgeholt, um diese Herausforderung zu schaffen. Oder auch, du hast so spät gebremst und hast verkackt und deswegen fühlst du dich voll mies, wie ich gerade. Naja. Wir werden sehen, wie GT6 wird. Ich kauf's mir auf jeden Fall. So schlecht wird es nicht werden. Mann, das ist echt krass, wie die Autos hin. Autos kann ich nicht sagen. Ich habe jetzt ja nur Erfahrung mit dem Wagen hier. Aber wie der Wagen immer hin und her pegelt, wenn du den einmal zum Ausbrechen gebracht hast. Überhaupt keine Chance mehr, den abzufangen, irgendwie. Da, siehst du, keine Chance mehr. Da müsste ich schon bremsen und wenn ich bremse, dann. Naja, Kinder, Zeitverlust. Ist too damn high. Um es mal in Memes zu sagen. Ich weiß gar nicht, wie das bei euch so aussieht mit Memes. Also, als ich das. Als ich das Success Kit hinter GT Folge 100, was war es, 100, nee, war nicht 180, keine Ahnung, welche GT5 Folge das war, auf jeden Fall, als ich da am Ende das Success Kit gemacht habe, so von wegen, fährt Sebastian Vettel X Herausforderung und gewinnt Gold auf dem Nürburgring innerhalb von 30 Sekunden, da schienen mir einige Leute das nicht verstanden zu haben, dass das ein Meme ist, oder so, haben vielleicht gedacht, dass ich das bin oder so. Ich weiß es nicht, aber es ist ein sehr bekanntes Meme. Wenn ihr euch mit Memes nicht auskennt, dann würde ich euch empfehlen, das mal zu googeln. Denn wenn ihr euch im Internet herumtreibt und das nicht wisst, dann verpasst ihr sehr, 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 sehr viele Anspielungen. Und versteht sicherlich dann auch so einiges nicht, was damit zu tun hat. Memes generell, so ein riesiger Teil der Internetkultur. Also ich verständige mich mit meinen Freunden echt so krass mit Memes. Das ist unglaublich. Aber anders würde ich es mir auch nicht wünschen. Ich meine, woran erkennt man einen Freund, wenn man sich halt in Memes oder mit Serienzitaten unterhalten kann? Allein, wenn man schon sagt,
ey, ich bring mal eben das hier in den Müll und dann fangen alle an, in den Müll zu machen. Besser geht's doch nicht, oder? Und das meine ich jetzt total ernst. Nein! Ich kann Homer nicht nachmachen, tut mir leid. Wird ja auch eine krasse Sache, wenn der Sprecher von Homer auch irgendwann mal stirbt, den zu ersetzen. Ich meine, das war ja schon eine krasse Umstellung mit Marges Stimme, als Anke Engelke dann angefangen hat, die zu sprechen. Oder auch die Umstellung mit der Stimme von Seymour Skinner. Finde ich auch, ist nicht ohne. Aber die Homer-Stimme, oh Mann, das wird nochmal eine Ecke schwieriger, sich da dann umzugewöhnen. So, jetzt stellen wir nochmal eine bessere Zeit auf. Aber selbst diese Runde war nicht gut. Damit bin ich nicht absolut zufrieden. Da geht wesentlich mehr. Ich würde sagen, da geht sogar eine unter 26er. Allzu spät ist die Kurvenkombination echt nicht. Ich werde jetzt... Okay, ich bin unter den Top 6000. Ich hätte mich jetzt etwas höher eingeschätzt, so über den 10.000. Guck mal kurz in die Online-Rangliste. Siehst du, da GTR 13 Drifto ist noch vor uns. Und das geht einfach gar nicht. Da starten wir doch direkt nochmal neu. Ich bin mal gespannt, wie viele Folgen ich am Ende rauskriege aus dieser Aufnahmesession. Ich weiß gar nicht, wie lange ich dran bin. Ich habe jetzt hier neuerdings eine Uhr stellen, ne? Eine Uhr stehen. Habe ja Pearl bestellt und dann kannst du ja bei Pearl 10 Millionen Gratisartikel wählen, die du mitbestellen kannst. Oh mein Gott, ich habe einen Wagen abgefangen. Ich bin ein Held. Und ich habe mich dann halt für so eine Temperatur-Uhr-Station entschieden. Kann ich sagen, es ist 22,9 Grad im Zimmer. Mit einer Luftfeuchtigkeit von 49%. Es ist Dienstag, der 2.7. Momentan ist Halbmond. Jetzt habe ich gerade nicht richtig hingucken können. Und es ist 20 Uhr. 37. Also für die Leute, die es interessiert, das waren jetzt alle Informationen, die ich daraus ziehen kann. Aber ich weiß nicht, wann ich angefangen habe, deswegen weiß ich nicht, wie lange ich jetzt schon aufnehme. Ich weiß, ich bin hier voll der Pro-Let's Player, indem ich mich so gut mit dem Timing beschäftige. Aber das ist auch relativ egal, finde ich. Das zieht mich halt aus meinem Spielen irgendwie raus. Wenn ich dauernd auf die Uhr gucken muss, dann ist die Folge vorbei. Deswegen kann ich das so nachvollziehen, wenn manche Let's Player wie zum Beispiel Gronkh das so machen. Die spielen einfach und gucken sich dann im Cut an. Ah, ja, da mache ich jetzt den Schnitt. Natürlich hört sich das manchmal ein bisschen komisch an, wenn dann irgendwas gesagt wird. Und dann ist die Betonung am Ende hoch oder so. Und dann kommt dann auf einmal das Ende und du würdest eigentlich denken, ja, da fehlt aber jetzt noch irgendwas in der Aussage, natürlich nicht in einem Satz. Wenn jemand mitten im Satz schneiden würde, dann wäre es ziemlich dämlich. Aber irgendwie fehlt dann in der Aussage vielleicht was. Und das ist dann vielleicht im Schnitt zum Opfer gefallen und kommt dann in der nächsten Folge. Ich mache das manchmal so, also normalerweise mache ich ja immer mit Anmoderation und Abmoderation so Hallo und Tschüss und so mit jeder Folge, also zumindest bei GT5. Hier halt nicht, ne? Man muss ja auch immer wieder variieren. Aber hier mache ich das dann auch so, wenn ich eine gute Möglichkeit für einen Cut finde und dann merke ich, ja Mist, da ist eigentlich eine gute Möglichkeit für einen Cut, aber da kann ich nicht cutten, weil ich da irgendeinen Kram erzähle, der eigentlich nicht im Zusammenhang steht oder so, wie zum Beispiel Fischers Fritz fischt Fische, frische Fische, mein Gott, ich kann kein Fischers Fritz mehr, Fischers Fritz fischt frische Fische, so. Ja, wenn ich da irgendwie so ein sinnloses Gebrabbel von mir gebe, und das ist wirklich nur ein nicht im Zusammenhang, nicht im Kontext stehender Satz, dann schneide ich mir den einfach raus, damit dann der Cut gut passt, damit man nicht mit einem Rennen cutten muss oder so, denn das ist eine Sache, die mache ich wirklich nie. Außer vielleicht, ich würde mal 24 Stunden oder generell Langstrecke aufnehmen, das steht aber momentan noch nicht an. Und wir werden gerade auf der rechten Seite vom Geist geholt. Ah, ich glaube um 0,01 sind wir besser geworden, oder? Nee, nicht ganz.
Ihr Rekord bisher 26,364, jetzt 26,327. Wir nähern uns der 26 an. Wir nähern uns GTR 13 Drifter an. Der hat eine 26,2 irgendwas. Und der muss geschlagen werden. Shit, Mann. Da hat man aber schön gesehen, was ich meine. Wenn man gegenlenkt, dann hat man halt wirklich dieses Momentum noch nach links, in dem Fall, wo ich gegengelenkt habe. Sehr schön, sehr, sehr schön. Wenn es jetzt im GT mal einen der Wagen geben würde, die ich kenne, beziehungsweise die ich zum Fahren zur Verfügung habe, dann könnte ich das sogar in echt einigermaßen probieren. Natürlich nicht so am Limit, auch wenn ich natürlich gerne mal auf dem Nürburgring auf Nordschleife fahren würde. Bloß da kriege ich die Erlaubnis nicht. Ich habe ja keinen eigenen Wagen, ich werde mir wahrscheinlich auch, sofern es möglich ist, nie einen eigenen Wagen holen. Hat zwei Gründe. Zum einen ist es ein Kostenaspekt. Ne? Man muss mal überlegen, was so ein Wagen kostet. Das betrachten die meisten anfangs gar nicht. Ja, du musst ihn ja anschaffen oder halt leasen bzw. sonst wie beschaffen. Gibt ja diverse Möglichkeiten. Dann musst du dafür Sprit bezahlen, Versicherung und Wartung und alles. Und das ist so viel Geld. Ne? Da kannst du besser mit öffentlichen Verkehrsmitteln und ab und zu mal mit dem Taxi fahren. Aber mit der Meinung stehe ich wohl leider relativ alleine da unter euch Zuschauern, denke ich mal. Es wird wohl kein allzu großes Geheimnis sein, dass wohl die meisten Leute, die sich für so ein Rennspiel interessieren, dann auch im echten Leben Rennspiel fasziniert sind. Oder Rennspiel fasziniert, das war auch eine sehr intelligente Aussage. Ich meine, Autorennen fasziniert oder Auto fasziniert im Allgemeinen. Was auf mich halt nicht so ganz zutrifft. Autorennen gucke ich mir schon gerne an, ne? Die Klassiker so. Ich guck auch gerne Top Gear. Aber sonst. Sonst habe ich nicht so das Interesse in dem Bereich. Da interessiert mich das Thema Gaming halt noch viel, 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 viel mehr. Auch als Hobby finde ich sehr viel interessanter. Als hier irgendwie so Auto und so. Ne? Auch viel günstiger. Ich meine, kaufst du einen PC oder eine Konsole. Und die Spiele, und da hast du ein extrem, extrem günstiges Hobby, wenn du das auf die Stunden umrechnest, ne? Ich glaube, es gibt kaum ein günstigeres und abgekürzt. Ich glaube, es gibt kaum. Oh, falsch geklickt. Ups. Ich glaube, es gibt kaum ein günstigeres Hobby. Also für eine Minimalausstattung könntest du jetzt überlegen, du fängst mit dem Hobby an, ja? Und holst dir eine PS3 für. Ja, die gibt's ja schon ab und zu mal für 150. Sagen wir einfach mal, du holst sie direkt mit zwei Spielen für 200 Euro im Bundle. Da hast du dann irgendwie Uncharted und Little Big Planet dabei oder so. Ne, sind schon mal zwei tolle Spiele, die du spielen kannst. Und für diesen Anfangspreis von 200 Euro bist du schon mal... Ich weiß nicht, wie lange mit Little Big Planet beschäftigt ist. Aber damit bist du sicherlich schon mal mindestens 20 Stunden beschäftigt. So, ich breche das Ganze hier an der Stelle mal ab mit dem... dritten Sektor, ist das der dritte? Vierte? Ich weiß es gerade gar nicht. Unter den Top 5000 weltweit, so muss es sein. Ich gucke mit der Online-Rangliste. Und je mehr Spiele du holst, desto günstiger wird das noch gerechnet. Ne? Wenn du jetzt überlegst, Gran Turismo, wie viele 100 Stunden man hier reinstecken kann, für 15 Euro gibt das Spiel ja schon. Natürlich nicht, wenn du ein Spiel zu Release kaufst, aber selbst dann ist es verhältnismäßig günstig. Wir gucken uns die Online-Rangliste an. Ja, ja, der Trofto, der führt vor GTA 13 Drifto, so muss das sein. Und an der Stelle mache ich jetzt mal eine kleine Pause. Ich habe nämlich einen extrem trockenen Hals und muss dann mal ein bisschen was trinken. Ich weiß nicht, ob ich jetzt gleich nochmal was aufnehme und ob ich hier direkt was ranschneide oder ob das das Folgenende ist. Wenn das das Folgenende ist, dann sage ich danke fürs Zuschauen und bis morgen zur nächsten Folge von Let's Play GTA Academy 2013 bzw. Let's Play GT 6 Demo. Und ansonsten bis gleich, bis ich an den Rest weitergebe, der hier angeschnitten ist. Bis dann! Tschüss.